Schnitzel schwarz und braun, die sind so lieb zum Schauen. Und wenn's der Schießer weiß, da muss die auf ihn trauen. Die sind so sakrisch geschwind, die haben die gleich im Wind. Und fangen's Pfeifen an und sind davon. Sam Serne 16 Quell, sein auf wie über den Schnee, mein Blut ist vorher frei. Ich tu mich wieder ducken und lass den Stutzel gehen. Und wie ich auf mich schau, ich schau ans Quell. Aber in des Essigfassel, da haben's nicht reingeschaut. Da liegt der Stutzel drin und der ganze Haut. Servus und herzlich willkommen im Harmonika-Haus Limeck Center Oberpfalz. Die Gamserln schwarz und braun, ein wunderbarer Klassiker, ein wunderbares Lied für alle Jager oder sonstige Musikliebhaber. Ich spiele das immer wieder gerne, kommt auch bei den Leuten super an. Aber wichtiger ist heute, was habe ich dazu verwendet? Ich habe rechts nur den Naturklang verwendet, also die Mikrofone, die Limex-Mikrofone. Auf der linken Seite natürlich das Bass-MIDI mit E-Bass, Gitarre und Groove. Ganz klar mit Maxboard, das heißt mit Max-Bassisten. Man merkt auch an verschiedenen Stellen, dass der E-Bass einmal über die Oktave hinausgeht. Das macht einen wunderbaren Live-Effekt. Zur Gitarre muss ich ja gar nichts sagen. Und das Groove. Das Groove sollte man natürlich in der richtigen Lautstärke verwenden. Da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Die einen werden vielleicht sagen, das war zu laut, das Groove. Die anderen werden vielleicht sagen, mir war es zu leise, ich möchte mehr hören. Das muss jeder selber ein bisschen rausfinden. Wichtig ist, wenn ich das Lied spiele und das Groove darf nicht dominieren. Aber man merkt es dann, sobald ich das Groove stoppe, und es klingt ein bisschen leerer, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich kann ja, wenn ich den MC12 habe, mit der Start-Stopp-Taste das Groove unten oder während des Spielens stoppen. Und ich mache jetzt mal nochmal den zweiten Teil, den Jodler, und schalte dann einfach mal das Groove ab. Dann kann man hören, wie der Unterschied ist. Hola, ro, di, ri, di, ri, ai, ho.
Also ich denke, man hat schon gehört, dass auf einmal was fehlt, das leerer ist. Wie man das natürlich dann einsetzt, kann jeder selber machen, dass er sagt, Mensch, beim Refrain nehme ich keinen Groove, sondern nur zum Jodler oder umgekehrt, wie auch immer. Wichtig ist, wir haben die Möglichkeiten und vor allem haben wir die Möglichkeiten, das on board, also am Instrument zu steuern. Ja, solltet ihr Fragen dazu haben, dürft euch gerne bei mir melden. Denkt dran, klickt gleich wieder auf Abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? So ein Quetschen mit Limex MPRX, mit dem geilen Mikrofonsystem, mit Max, Gitarrist, Bassist und Groove. Ich sag's euch, macht richtig Spaß. Servus!